1951. Zwei Männer aus dem fränkischen Markt Schorgast suchen im Wald nach Metall. Wertstoffe, die die beiden Arbeiter zu Geld machen wollen. Elmar Feulner ist damals 6 Jahre alt, als sein Vater beim Graben im Waldboden eine ungewöhnliche Entdeckung macht. Hier muss das Loch gewesen sein. Dort ist der Fischweiher, ne? Und ungefähr 50 Schritte von der Eisenbahnlinie, das war irgendwie hier das Loch. Die Männer graben Kisten aus, entdecken darin Konservendosen und geheimnisvolle Stangen. Und plötzlich haben sie dann Sprengstoff gefunden. Und dann haben sie noch tiefer gegraben und dann plötzlich waren sie Waffen. Und dann ist ihnen mulmig geworden. Es war ein amerikanisches Waffenlager. Für den Fall, dass der Russe einmarschiert. Der Waffenfund löst hektische Aktivitäten der Behörden aus. Die deutsche Polizei darf nicht ermitteln. Plötzlich waren Amerikaner da. Amerikanische Armeepolizei und Gripper. Und die hat dann alles abgesperrt und hat niemanden mehr hängen lassen. Die Amerikaner wollen verhindern, dass eines der größten Geheimnisse des Kalten Krieges aufgedeckt wird. In ganz Westeuropa hat der US-Geheimdienst Waffendepots angelegt und Guerillakämpfer rekrutiert für den geheimen Krieg gegen die Sowjets. Deckname: Stay Behind. Die Geschichte von Stay Behind beginnt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Im besiegten Deutschland suchen der britische und der US-Geheimdienst nach Männern, die gegen den neuen Feind Sowjetunion kämpfen können. Sie sollen im Kriegsfall helfen, den Vormarsch des Kommunismus in Westeuropa aufzuhalten. Als Partisanenarmee. Nach 1945 wird in Westeuropa, in Deutschland, in Frankreich, in Italien und in anderen Ländern von den Amerikanern und den Briten ein geheimes Netzwerk von Leuten aufgebaut, die in einer Geheimarmee operieren können und sollen. Und da hat man sich natürlich gefragt, wir brauchen Leute, die mit Waffen umgehen können, die mit Sprengstoff umgehen können, die eine Brücke in die Luft sprengen können, die gut schießen können, die sich im Wald verstecken können. Und die Leute müssen zusätzlich antikommunistisch sein. Was bedeutet das? Zum Teil gerade Nazis in das deutsche Stay-Behind-Netzwerk integriert wurden. Eines der Stay-Behind-Netzwerke wird vom US-Geheimdienst in Heidelberg aufgebaut. In der Rohrbacher Straße 56 sitzt Anfang der 50er Jahre die Kommandozentrale einer Agentengruppe. Getarnt ist die Stay-Behind-Truppe als Nachrichtenagentur Cosmo Press. Dutzende von Männern trainieren in der Umgebung Heidelbergs den Partisanenkampf. Und sie werben ehemalige Offiziere an, die sie aus der NS-Zeit kennen. Leiter der Gruppe ist Walter Kopp, ehemaliger Oberst der Wehrmacht, jetzt Traktorenhändler. Sein Deckname: Kiebitz 15. Walter Kopp war außerordentlich gut vernetzt in Bonn, hatte aber vor allem hervorragende Beziehungen in sehr viele militante Veteranenvereinigungen, hat sich und sein Netz streckenweise selber bewaffnet. Und damit hatten wir die Situation, dass ohne offizielles Wissen der Regierung Adenauer und ohne offizielle Duldung des Vorläufers des Verteidigungsministeriums eine sehr gefährliche paramilitärische Organisation dastand. Und nicht einmal die amerikanischen Nachrichtendienste hatten diese Apparate voll unter Kontrolle. Die Amerikaner beschreiben ihren Agentenführer Kopp als Mann, der nach wie vor an nationalsozialistische Propaganda glaubt. Für Kopp sei der Kampf gegen den Kommunismus ein Kampf der weißen Rasse gegen die schwarzen Rassen. Dennoch lassen die Amerikaner Kopp über 100 alte Kameraden rekrutieren. Kiebitz 15 ist nur eine von vielen Stay-Behind-Gruppen, die sich für einen Partisanenkampf gegen die Sowjets bereithalten. Doch nicht nur die Russen sind ihre Feinde. Waldmichelbach in Hessen. In diesem Haus trainierte ein CIA-Agent in den 50er Jahren eine weitere Stay-Behind-Truppe. Der rechtsgerichtete Bund Deutscher Jugend, BDJ, übte mit scharfen Waffen.
Ein Zeitzeuge erinnert sich. Hier befinden wir uns an der Rückseite des sogenannten Partisanenhauses. Hier im hinteren Bereich war der sogenannte Schießstand der Gruppe. Dieser Keller, dieser unterirdische Keller, zieht 10 Meter in den Berg und war also bestens geeignet, um Schießübungen zu machen. Man hat hier also sowohl die Schießspuren am Rand gefunden, als auch die leeren Patronenhülsen. Nach außen beschränkte sich der Bund Deutscher Jugend auf Plakataktionen und Graffiti gegen den Kommunismus. Heimlich erstellte der BDJ aber Listen von Personen, die man internieren oder ermorden wollte. Das bestätigt Dieter von Glahn. Er war Funktionär des BDJ und V-Mann des Verfassungsschutzes. Die Leute, die hier lebten und unsichere Katholisten waren, die haben wir erfasst. So einfach ist das. Das sind die sogenannten Proskriptionslisten. Wenn behauptet wird, wir hätten Sozialdemokraten drin gehabt, stimmt das nicht. Natürlich gab es auch unter Sozialdemokraten, wie ja heute bekannt ist, faule Eier. Tatsächlich standen Sozialdemokraten auf den Internierungs- oder Todeslisten. Der damalige Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen und der Bundestagsabgeordnete Herbert Wehner. 1952 flogen die Partisanen des BDJ auf. Den Chefs der Terrortruppe drohte Verhaftung. Der hessische Ministerpräsident August Zinn empörte sich über die rechte Guerilla, die seine SPD-Parteigenossen internieren oder töten wollte. Zinn machte im Bundestag öffentlich, dass der BDJ auch in Friedenszeiten mit Gewalt gegen innenpolitische Gegner vorgehen wollte. Zinn zitierte aus den Einsatzplänen des BDJ. Dieses Dokument trägt die Überschrift Maßnahmen zur Bekämpfung innerer Unruhen. Nimmt eine Menge eine feindselige Haltung ein, dann Handgranaten oder Leuchtpatronen auf die meist hinten stehenden Einpeitscher richten. Zielen auf Beine hat größte moralische Wirkung. Frühes Blut vermeidet viel Blut. Die CIA empörte sich über die Enttarnung ihrer Terrortruppe. Die CIA hat in Deutschland eine Stay-Behind-Gruppe für verdeckte Operationen aufgebaut. Wer gab der Polizei im sozialdemokratisch regierten Hessen den Tipp, dass diese Liquidationsliste existiert? Die Regierung Adenauer schwieg zum Skandal. Als die deutsche Justiz die BDJ-Führer vor Gericht stellen wollte, beschlagnahmte der US-Geheimdienst alle Beweismittel und ließ die Prozesse platzen. Die Amerikaner haben naturgemäß ihre enttarnten Leute geschützt mit den Mitteln einer Besatzungsmacht. Die Bundesrepublik war zu diesem Zeitpunkt noch nicht souverän. Und damit hatte die Besatzungsmacht auch alle Möglichkeiten, auf die Bundesregierung druckvoll einzuwirken und auch die Justiz so zu beeinflussen, dass die Partisanenprozesse zu keinem Ergebnis führten. Die BDJ-Partisanen gingen straffrei aus. Und die Amerikaner warben weiterhin frühere Nazi-Offiziere an, bildeten sie auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr aus, wie zuvor die BDJ-Partisanen. Das Trainingsprogramm Verdeckter Krieg. Absetzen mit dem Fallschirm aus niedriger Höhe. Stay Behind trainierte nächtliches Durchschlagen im besetzten Gebiet, Überfälle auf feindliche Posten, Sabotage und Sprengstoffanschläge. Auch der ehemalige SS-Hauptsturmführer Adolf Supper wurde für Stay Behind geworben. Die CIA bezeichnete ihn als fanatischen Nazi. Dennoch konnten die Amerikaner den Funkexperten gut gebrauchen. Sie rekrutierten hunderte ehemaliger SS- und Wehrmachtssoldaten. Pullach bei München. Hier wird 1956 der BND, der Bundesnachrichtendienst, gegründet. Die US-geführten Stay-Behind-Netzwerke wie Kibitz werden nun Teil des deutschen Geheimdienstes. Chef des BND wird Reinhard Gehlen, bis 1945 Offizier beim NS-Geheimdienst.
Mit seiner Organisation Gehlen dient er den Amerikanern, bis er Chef des bundesdeutschen Geheimdienstes wird. 1956 übernimmt der BND die Geheimarmee, welche die Amerikaner nach 1945 aufgebaut haben. Da sind ehemalige SS-Leute drin. Und da kommen wir also in diese paradoxe Situation, dass ehemalige Nazis in Deutschland im Untergrund in einer Geheimarmee sind und eigentlich die Demokratie retten sollten im Falle einer Invasion durch die Sowjetunion. Wir wissen ja, dass Nazis rekrutiert wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie ging man mit solchen belasteten Leuten um? Es stimmt, dass entsprechende Mitarbeiter und auch V-Leute beim Übergang von der Organisation Gehlen zum Bundesnachrichtendienst übergeben wurden. Eine formale Weisungsbefugnis von US-Stellen bestand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Es ist das erste Mal, dass der Bundesnachrichtendienst sich zu seiner Stay-Behind-Truppe äußert und Bilder von der Ausbildung sowie Dokumente freigibt. Auch nach 1956 übt Stay-Behind den bewaffneten Kampf hinter den feindlichen Linien. Das bestätigt der BND. Die Grundidee der Stay-Behind-Organisation war es, in den besetzten Gebieten Brückenkopfe zu bauen, von dort aus den Widerstand auch zu organisieren. Dazu gehörten auch, da es sich um einen Verteidigungsfall handelte, entsprechende Sabotagemaßnahmen, um entsprechende Nachschubwege beispielsweise zu zerstören oder zu beeinträchtigen. Wir treffen einen Mann, der zur geheimen Partisanenarmee des BND gehörte. Nach Jahrzehnten bricht der Stay-Behind-Agent sein Schweigen. Mein Name war Dieter Gerlach. Ich habe von 65 bis 71 bei der Rücklassorganisation des BND gearbeitet. Wir nannten ihn Geheimer Widerstand. Heufeld in Bayern. Die damalige Zentrale des geheimen Widerstands, Stay Behind. Gerlach wurde 1965 als junger Bundeswehrsoldat hierher gebracht. Erst im Gebäude erfuhr Gerlach von seinem künftigen Auftrag. Er sollte im Kriegsfall als Partisan für die Stay-Behind-Organisation hinter den feindlichen Linien operieren. Die Rücklassorganisation sollte beobachten, wie sich die Lage im besetzten Land entwickelt. Dazu hatten wir V-Leute, die dazu in der Lage waren, sich konspirativ zu verhalten und ihre Wahrnehmungen per Funk abzusetzen. Das damalige Planspiel der NATO? Die Sowjets drängen im Kriegsfall die westlichen Truppen bis zum Rhein zurück, besetzen die Bundesrepublik binnen weniger Tage. Der US-Geheimdienst baute daher seit Kriegsende Widerstandsgruppen auf. Bilder von der Stay-Behind-Ausbildung, gedreht von Dieter Gerlach. Stay-Behind übte in Bundeswehruniformen, Fallschirmspringen und Sabotage. Im Rahmen der Pioniersprengausbildung haben wir mit Sprengstoff geübt, um ein technisches Know-how zu erhalten für bestimmte Sprengarten, also Zerstörung von Strommasten oder kleine Sabotageladungen. Für diese Anschläge legten der amerikanische und der britische Geheimdienst in den 1950er Jahren Sprengstoff- und Waffendepots an, in ganz Westeuropa, einschließlich neutraler Staaten wie Österreich. Neben diesen Lagern, in denen normale infanteristische Bewaffnung vorbereitet wurde, gab es eben auch Lager, wo Sprengstoff vorbereitet war. Und das deutet natürlich auf entsprechende Sabotageakte, auf entsprechende Attentate, Unterbrechung von Verkehrswegen und Ähnlichem hin. Und es gab eben auch diese Wellroad-Pistolen, das war eine britische Konstruktion des Zweiten Weltkriegs, mit Schalldämpfer, die wurde direkt am Kopf angesetzt. Das ZDF konnte jetzt erstmals Stay-Behind-Akten des BND einsehen. Sie offenbaren das Weltbild des Geheimdienstes und die Planungen für den Kriegsfall. Auch die Anforderungen an Stay-Behind-Kämpfer sind dort beschrieben. Im BND-Papier Die Anbahnung von 1965 heißt es: Die Sonderoperationen verlangen einen kämpferischen Typ, der mit dem Sprengstoff, mit der Waffe, dem Brandmittel oder mit dem Schwert des Geistes im politischen Widerstand die Freiheit seines Volkes erringen will. Man ging davon aus, dass Westeuropa, die Bundesrepublik Deutschland, besetzt werden würde
und dass es zu der Einführung des weltkommunistischen Gedankentums kommt. Und es war nun mal die Gedankenwelt des Kalten Krieges. Wir befinden uns auch noch in der Ära Reinhard Gehlens, die von einer ganz klaren antikommunistischen Denkweise geprägt war. Die Gedankenwelt Reinhard Gehlens. Er plante sogar, Stay Behind nicht nur im Kriegsfall einzusetzen, sondern auch in Friedenszeiten. Gegen gewählte deutsche Politiker, die er verdächtigte, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. Das enthüllt dieses CIA-Dokument von 1956. Gehlen glaubte, dass SPD und Unionspolitiker ein neutrales Deutschland anstrebten. Gehlen, Deckname Utility, fühle sich moralisch berechtigt, alle möglichen Maßnahmen einschließlich der Bildung eines illegalen Apparates zu ergreifen, um deutsche Anhänger einer pro-sowjetischen Politik zu bekämpfen. Reinhard Gehlen hatte die völlig unrealistische politische Wahrnehmung, dass es zu einer politischen Entwicklung in der Bundesrepublik kommen könne, bei der sich Sozialdemokraten und rechtskonservative Neutralisten zu einer Regierung verbünden. Um einer politischen Neutralisierung Deutschlands entgegenzuwirken, drohte Reinhard Gehlen 1956 und 1959 erneut damit, einen illegalen Apparat aufzubauen, eine Art Nebenregierung, und Gehlen konnte sich dabei auf zwei Komponenten stützen. Einmal die Stay-Behind-Organisation als militärischer Arm und dann auf ein weit verzweigtes Netz von Sonderbeziehungen in alle wesentlichen Ministerien, Behörden und Apparate hinein. Juristisch ist das nichts anderes als Landesverrat. Stay-Behind gab es in ganz Europa. Bewaffnete Partisanengruppen, deren Existenz den Parlamenten verschwiegen wurde. Ein unberechenbares Sicherheitsrisiko. In Italien hieß die Stay-Behind-Partisanentruppe Gladio. Dort drohte seit den 1950er Jahren immer wieder eine Regierungsbeteiligung der Kommunisten. Das wollte man verhindern. Um jeden Preis. Mailand, Dezember 1969. In einer Bank an der Piazza Fontana explodiert eine Bombe, tötet 17 Menschen, verletzt 88 Personen. Die Bombenleger sind Rechtsextremisten. Ihre Auftraggeber sollen Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes sein, mit Kontakten zur Partisanentruppe Gladio. Das italienische Modell sah vor, im Fall eines Wahlsieges von Kommunisten oder linken Sozialdemokraten einen Terror zu entfalten, dem Kommunisten in die Schuhe schieben sollte, um dann in der Bevölkerung die Stimmung dahingehend zu kippen, dass wieder rechtskonservative Regierungen, und zwar Law-and-Order-Regierungen, an die Macht kommen, die dann mit aller politischen Härte gegen die linken Kräfte vorgehen können. Gehlen hat für die Bundesrepublik Deutschland offensichtlich ähnliche Modelle angedacht. Die Angst vor dem Kommunismus prägt lange Zeit das Denken in der europäischen Stay-Behind-Organisation. Auch in Deutschland. Damals wirbt die Partisanentruppe hunderte neuer Untergrundkämpfer an. Keine Altnazis, sondern Demokraten. Gesucht werden überzeugte Antikommunisten, die Stay-Behind unter einem Vorwand anspricht. Die Werber geben vor, eine Umfrage durchzuführen. Der ehemalige Stay-Behind-Chef des BND erläutert, nach welchen Kriterien die Männer ausgesucht wurden. Es gab da eine Liste von Merkmalen, die möglichst gegeben sein sollten. Das ist die charakterliche Eignung, charakterliche Stabilität, Gesundheit, Zuverlässigkeit und dann das Tätigsein in Berufen oder in Tätigkeiten, die auch nach einer Besetzung noch gebraucht werden, also zum Beispiel Krankenpfleger oder Schleusenwärter oder also Leute, die auf niedriger Ebene in der Infrastruktur gebraucht wurden. So wurde auch ein Mann angeworben, den wir Giesbert Müller nennen. Er lässt sich nur ohne Kamera befragen. Seine Antworten werden nachgesprochen. Dann traten zwei mir bisher unbekannte Herren an mich heran und eröffneten mir, für welche Aufgabe ich vorgesehen war. Ich war vollkommen überrascht.
Irgendwie fühlte ich mich auserwählt. Stolz, Patriotismus, Pflichtgefühl. Das waren die Gefühle, die ich damals empfand. Müller wird zum Vertrauensmann ausgebildet. Er soll sich im Kriegsfall als unauffälliger Zivilist geben. Ein V-Mann-Führer bringt ihm bei, unbemerkt Nachrichten zu übermitteln und Zielpersonen zu verfolgen. Meine Ausbildung war aufwendiger, als ich vermutet habe. Normalität nach außen zu leben, obwohl mein Leben nicht mehr ganz so normal verlief, das war nicht einfach. Nachbarn, Verwandte, Kollegen, Freunde. Keiner durfte wissen, an welchen Lehrgängen und Übungen ich teilnahm. Die wichtigste Aufgabe von Agenten wie Giesbert Müller war das Absetzen von verschlüsselten Funkmeldungen. Das übten mehrere hundert Stay-Behind-Agenten immer wieder. Doch ihre Funksprüche blieben nicht unbemerkt. Die Staatssicherheit der DDR schaffte es, die Funkcodes teilweise zu entschlüsseln. Unterlagen der Stasi belegen, dass die DDR-Funkaufklärung einige Stay-Behind-Quellen enttarnen konnte. Der Fehler bestand einfach darin, dass der BND Chiffreunterlagen, die schon einmal ein Spion hatte, der in der DDR verhaftet war, noch einmal verwendet hat. Dadurch konnte man dann einen Teil davon mitlesen. Und dort wurde klar, es muss sich handeln um Vorbereitungen für uns damals, aktive Kriegsvorbereitungen, das heißt um Positionen, menschliche Positionen innerhalb der BRD, die die Aufgabe hatten, sich in einem Kriegsfall überrollen zu lassen von den für sie feindlichen Truppen, sprich Sowjetarmee oder NVA. Die Stasi kreiste damals die Stay-Behind-Agenten ein. In der Nähe von Kirchheim in Baden-Württemberg an einer Bundesstraße lokalisierte der DDR-Geheimdienst einen BND-Funker. Durch Entschlüsseln des Funkverkehrs ermittelten die DDR-Lauscher den Nachnamen und das Geburtsdatum des Agenten. Die Stasi suchte systematisch in westdeutschen Melderegistern, bis sie den Agenten identifiziert hatte. So konnte die Stasi mehrere Dutzend Stay-Behind-Agentennetze in ganz Westdeutschland orten und schaffte es, die Klarnamen vieler Funker zu ermitteln. Durch technische Mittel war es bei uns möglich, das Gebiet des Senders einzugrenzen auf 2 bis 3 Kilometer. Im Falle eines Überrollens dieser Agenten, das heißt, wir hätten Zugriff zu diesem Gebiet, wären sie bei der ersten, maximal bei der zweiten nächsten Sendung auf die Nase gefallen. Das heißt, hätten wir ganz genau gewusst, wo sie sitzen. Dieter Gerlach und Giesbert Müller sind überzeugt, dass sie in höchster Gefahr gewesen wären, wenn sie im besetzten Gebiet als Agenten tätig geworden wären. Ich machte mir keine Illusionen darüber, was mit mir passiert, wenn die Russen oder die Stasi mich erwischen. Mit dieser Erkenntnis habe ich gelebt. Alles andere wäre Selbstbetrug gewesen. Ein Szenario von 1965 zeigt, wie brutal sich Stay Behind das sowjetische Besatzungsregime ausmalte. Liquidierung des unbrauchbaren Teils der Einwohner. Etwa 1/4 der Bevölkerung würde in sowjetrussischer Fronarbeit dahin vegetieren. Man ging davon aus, dass eine entsprechende Besatzungszeit in 3 Phasen ablief. Eine erste kürzere Phase, in dem entsprechend unter dem Truppenkommando das Gebiet besetzt wird. Danach eine zweite längere Phase beginnen würde, wo es unter die entsprechende administrative Verwaltung des Militärs kommt und entsprechend danach dauerhaft an entsprechende bolschewistische Funktionäre übergeben wird. Auch sozialdemokratischen Funktionären wird nach dem Stay-Behind-Szenario unterstellt, mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Die KPD wird mit der inzwischen gleichgeschalteten SPD zusammengeschlossen. Der Schweizer Historiker Daniele Ganser wundert sich, dass die BND-Partisanen ebenso wie ihre Vorläufer, die CIA-Agenten, Sozialdemokraten als Feinde betrachteten.
Interessant am Dokument ist auch, dass man einen doppelten Feind hat. Der deutsche Geheimdienst Bundesnachrichtendienst hat nicht nur den Feind Sowjetunion in Moskau, sondern er hat schon den Feind SPD im eigenen Land. Und da ist natürlich eine verfassungsmäßige Kollision, weil natürlich die SPD gewählte politische Vertreter der deutschen Bevölkerung sind. Aber der Bundesnachrichtendienst ging in dieser Studie davon aus, dass diese SPD-Leute mit den Sowjets kooperieren würden. Auch Dieter Gerlach ist als junger Mann vom Geist des Kalten Krieges geprägt. Er steht für eine Generation unbelasteter Stay-Behind-Kämpfer, Antikommunisten und zugleich überzeugte Demokraten. Gerlach sollte im Kriegsfall aus dem Ausland in die besetzte Bundesrepublik eindringen. Das Flugzeug, das ihn in das sowjetisch besetzte Gebiet bringen sollte, steht heute im Museum. Man hat hier und da mal eine Schweißperle auf der Stirn gehabt vor dem Absprung. Absprung ins Dunkle, ohne etwas zu sehen. Aber wenn sich der Schirm geöffnet hatte, fing eine Phase an, wo man das richtig genossen hat. Es war auch ein Abenteuer. Gerlach übte bei Stay Behind aus niedriger Höhe mit dem Fallschirm abzuspringen. Absitzzone 2, 23 Uhr. Eine Last, ein Klient. Anflug aus 320 Grad, drei Lampen. Am Boden sollten Verbindungsmänner das Flugzeug zum geheimen Landeplatz führen. Der Verbindungsmann war so ausgebildet, dass er sich drei Taschenlampen nahm. Die drei Taschenlampen wurden in die Erde gesteckt und bildeten ein L. Die lange Achse des L war die Anflugrichtung, die Querachse konnte der Pilot aus dem Fenster sehen und das war das Zeichen, um eine Last abzusetzen oder eine Person springen zu lassen. Die Verbindungsleute im besetzten Gebiet hatten die Aufgabe, die Fallschirmspringer in Empfang zu nehmen. Die halfen, den Schirm zu vergraben und so schnell wie möglich die sogenannte Drop Zone, die Absprungfläche, zu verlassen. Und dann wurde man versteckt. Dann fing man an, seinen Auftrag zu erfüllen. Die Abgesprungenen sollten sich nun durch das feindbesetzte Gelände durchschlagen. Sie sollten Kontakt zu weiteren Verbindungsleuten aufnehmen, sogenannten Schleusungsquellen. Die hätten als Zivilisten getarnt im besetzten Gebiet gelebt. Übungen und Schleusungen liefen so real wie möglich ab. Dazu gehörten unvorhergesehene Zwischenfälle. Was tue ich, wenn sich jemand nicht meldet? Wie verhalte ich mich, wenn ich bei einer Schleusung von Fremden angesprochen werde? Die BND-Papiere beschreiben die Anforderungen an Männer wie Giesbert Müller. Von V-Leuten wird heute eine aktive nachrichtendienstliche Tätigkeit verlangt. In der Praxis Beihilfe zu Sabotageakten wie Transport von Sprengmaterial. Immer wieder übten die beiden Agentengruppen die heimliche Kontaktaufnahme. Die V-Leute hielten unauffällig Ausschau nach Zeichen der gelandeten Fallschirmspringer. Dann haben die einen Stein abgelegt an einem Kilometerstein. Der V-Mann ist mit dem Fahrrad die Strecke abgefahren, hat den Stein gesehen, weggenommen. Dann kam es in der nächsten Nacht zum Kontakt zwischen V-Mann und der Flugzeugbesatzung. Kontaktaufnahme. Jetzt kannten die Schleuser den Treffpunkt und konnten die Fallschirmspringer nachts durch das Feindgebiet führen. Und dann Flucht und Durchkommen, das konnte man üben in Nachtmärschen. Tags verstecken, nachts marschieren. Manche Übungen haben 14 Tage gedauert. Geübt wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch grenzüberschreitend. Stay Behind trainierte das Schleusen von Material und Kämpfern zu Wasser, zu Land und in der Luft. Man habe gemeinsam mit den Stay Behind-Truppen Frankreichs, der USA, Belgiens, der Niederlande und Großbritanniens geübt, bestätigt der BND jetzt erstmals. Entsprechend der bisherigen Auswertung der Altaktenbestände kann bestätigt werden, dass die Stay Behind-Organisation sich an 6 Übungen oder Operationen beteiligt hat. Über weitere Details und Informationen zu diesen Operationen und Übungen kann der Bundesnachrichtendienst aus grundsätzlichen Erwägungen heraus keine Auskunft geben, öffentlich, da sich dabei um Einzelheiten über Aktivitäten mit ausländischen Dienststellen handelt. Was der BND aber verschweigt,
Es gab auch eine gemeinsame Übung mit der italienischen Stay-Behind-Truppe Gladio. Das belegt dieses Stay-Behind-Geheimpapier. Danach führten im Juni 1980 der deutsche Geheimdienst und der italienische, also Stay Behind und Gladio, auf luxemburgischem Territorium eine gemeinsame Operation durch. Diese Übung fand wenige Wochen vor einem brutalen Anschlag statt. Bologna, 2. August 1980. Bei einem Bombenanschlag im Bahnhof sterben 86 Menschen. Hunderte Reisende werden verletzt. Seit den 60er Jahren gab es immer wieder politisch motivierte Attentate in Italien. Einer der Täter war der Rechtsextremist Vincenzo Vinciguerra. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. 1990 enthüllte Vinciguerra, er habe im Staatsauftrag gemordet. Die Anschläge seien vom Geheimdienst gesteuert worden. Der Terror sollte drohende Wahlerfolge der Kommunisten verhindern. Ich wehre mich gegen die Behauptung, dass die Massaker in Italien angeblich faschistische Anschläge waren. Denn die Männer, die an solchen Operationen teilnahmen, waren alles Männer des Staatsapparates. Und der hat die Täter stets gedeckt. Durch Vinciguerra wird klar, mehrere Bombenanschläge von den 1960er bis zu den 1980er Jahren gehen vermutlich auf das Konto einer Geheimorganisation innerhalb des Staatsapparates. Man versucht, das Volk in Angst und Schrecken zu versetzen, damit die Leute sozusagen dem Militär und dem Geheimdienst mehr Macht geben. Also konkret, man lässt ein Auto in die Luft fliegen mit einer Terrorbombe oder ein Wartesaal in einem Bahnhof oder in einem Supermarkt, Einkaufszentrum, eine Bombe hochgehen. Terror mit Verbindungen zu Gladio, dem Übungspartner der deutschen Stay-Behind-Organisation SBO. Wie geht man damit um, dass die SBO Partner hatte wie Gladio, die offenbar in Verbrechen verstrickt waren? Dazu liegen mir keine Kenntnisse vor. Das ist auch aktenmäßig, soweit mir einsehbar und ersichtlich, nicht thematisiert. Der BND bestreitet, dass seine Stay-Behind-Organisation jemals in Straftaten verwickelt war. Oktoberfest in München, 26. September 1980. Zehntausende Besucher drängen sich auf der Theresienwiese. Um 22.19 Uhr explodiert am Haupteingang eine Bombe. Sie tötet 13 Besucher des Oktoberfestes. Über 200 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Schnell ist klar, es war ein rechtsextremer Anschlag mit militärischem Profisprengstoff. Der bei der Explosion getötete Gundolf Köhler soll die Bombe gezündet haben. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war. Wer ist unser Feind? Bolschewist und Kapital. Wie ist unsere Truppe? International. Die Wehrsportgruppe, zu der Bombenleger Köhler Kontakt hatte, war im Januar 1980 verboten worden. Eine paramilitärische Truppe, ausgestattet mit Waffen und Sprengstoff, angeführt vom Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann. Augenzeugen sahen Gundolf Köhler kurz vor dem Anschlag in Begleitung mehrerer Personen. Freunde aus der Wehrsportgruppe? Dennoch erklärte die Polizei nach wenigen Tagen Ermittlungen, Köhler habe die Bombe ganz allein, ohne Helfer, gebaut und gezündet. Für Rechtsanwalt Werner Dietrich hat die Polizei zu einseitig ermittelt. Aus dem gut vernetzten Wehrsportler und Neonazi Köhler sei ein unpolitischer Einzeltäter gemacht worden. Hinweise von Zeugen habe man ignoriert.
Jedenfalls fallen diese Zeugenaussagen im Laufe der Ermittlungen unter den Tisch, ebenso der rechtsradikale Hintergrund. Und es bleibt Köhler der Einzeltäter, der aus privaten Motiven, Frust mit Mädchen, fehlgeleitetes Studium und so weiter, aus Weltschmerz nach München alleine reist und die Bombe dort legt. Hatte Köhler Helfer? Nach über 30 Jahren gibt der Bundesnachrichtendienst erstmals Dokumente zum Oktoberfestattentat frei. Danach sollen Hoffmann und seine Wehrsportgruppe 1979 gemeinsam mit italienischen Neonazis im Libanon ein Terrorcamp besucht haben. Eine BND-Quelle meldet damals: Hoffmann und einige seiner Leute, ca. 13 bis 15, waren im Lager Akura, vermutlich Libanon. Zum gleichen Zeitpunkt waren im gleichen Lager italienische Rechtsextremisten. Es sei über mögliche Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien gesprochen worden. Das Lager Akura soll ein Terrorcamp der rechten christlichen Falange-Miliz gewesen sein. Die Falange kämpfte damals in einem blutigen Bürgerkrieg gegen die linksgerichtete palästinensische Befreiungsorganisation PLO. Ein Jahr, nachdem sich deutsche und italienische Neonazis im Libanon getroffen haben sollen, fanden in Italien und Deutschland Bombeneinschläge statt. Karl-Heinz Hoffmann bestreitet die Angaben des Bundesnachrichtendienstes und teilt mit: Ich kenne die Lager der libanesischen Falange nicht. Ich habe weder im Libanon noch anderswo mit Italienern Kontakt gehabt. Doch nicht nur der BND, auch die palästinensische Befreiungsorganisation will Erkenntnisse über Kontakte der Wehrsportgruppe zu den Falange-Milizen gehabt haben. Abdallah Frangi war damals Vertreter der PLO in Bonn. Es war notwendig damals, die Zusammenarbeit zwischen den Falangisten und den Faschisten in Europa an der Öffentlichkeit zu bringen. Und der Chef unserer Sicherheitsorgane hat ja festgestellt, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Nazis und den Falangisten in Hakura stattgefunden hat. Und dass sie einfach nur in den Ausbildungslagern der Falangisten ausgebildet waren und Schutz bekommen haben und Unterstützung. Erreichten die Hinweise auf eine mögliche Zusammenarbeit deutscher und italienischer Neonazis im Libanon die Bundesanwälte in Karlsruhe? Der Generalbundesanwalt gibt dazu keine Auskunft und erklärt, es gebe keine neuen Verdachtsmomente. Dabei gab es schon einen Tag nach dem Oktoberfestattentat weitere Hinweise auf einen möglichen Hintermann des Anschlags. Hinweise, die These vom Einzeltäter Köhler in Frage stellten. Am 27. September 1980 sagten zwei deutsche Rechtsextremisten bei der bayerischen Polizei aus. Sie wiesen auf einen Gleichgesinnten hin, den Förster Heinz Lemke aus Uelzen. Die Neonazis machten klare Angaben. Herr Lemke zeigte uns verschiedene Sprengstoffarten: Zünder, Lunten, Plastiksprengstoff und militärischen Sprengstoff. Er sagte uns, dass er mehrere Waffenverstecke im Wald habe. Doch die Ermittler beschränkten sich auf eine Wohnungsdurchsuchung in Lemkes Forsthaus. Im Wald wurde nicht nach Waffen und Sprengstoff gesucht. Der Journalist Tobias von Heimann hat intensiv zu Lemke und einer möglichen Verbindung des Försters zum Oktoberfestattentat recherchiert. Bei dieser Hausdurchsuchung sind nur Nebensächlichkeiten gefunden worden. Und damit war der Fall abgeschlossen. Was auch erstaunlich ist, dass trotz dieser Hinweise, der sehr konkreten Hinweise, dass der Name Heinz Lemke in den Ermittlungsakten zum Oktoberfestattentat kein einziges Mal auftaucht. Ein Jahr später entdeckten Waldarbeiter nahe der Försterei Lemke Erddepots voller Waffen. Lemke wurde erneut verhaftet. Dieses Mal führte er die Ermittler zu 33 Waffen- und Sprengstoffverstecken. Das Ausmaß der von Rechtsextremisten angelegten Waffenlager in der Lüneburger Heide ist größer als bisher angenommen. Ein gigantischer Fund. 156 Kilo Sprengstoff, eine Maschinenpistole, Gewehre und Handfeuerwaffen, Panzer, Fäuste samt Munition. Auffällig viel Kriegsmaterial für einen Privatmann.
Hatte Lemke Zugang zu einem Stay-Behind-Depot? Der inhaftierte Lemke wollte auspacken, Hintermänner nennen. Doch an dem Morgen, an dem er zum Verhör abgeholt werden sollte, fand man ihn erhängt in seiner Zelle. Generalbundesanwalt Rebmann schloss damals die Ermittlungsakte und fand ein Motiv, warum Lemke derart viel Waffen und Sprengstoff hortete. Der Generalbundesanwalt vermutete über Lemke, dass er von einer Furcht vor einem russischen Überfall durchdrungen und entschlossen war, den erwarteten Eindringlingen als Einzelkämpfer oder als Führer von Partisanen Widerstand entgegenzusetzen. Der Einstellungsbeschluss der Generalbundesanwaltschaft beinhaltet eine Formulierung oder Mehrfachformulierungen, die Lemke als eine Art Partisanenführer im Fall eines sowjetischen Angriffs beschreiben. Genau diese Art von Aufgabe wäre die Aufgabe gewesen von Stay Behind und den Gladiotruppen. Ob der Rechtsextremist Heinz Lemke Stay Behind Partisan war, konnte nie geklärt werden. Die Stasi jedenfalls hatte ein Stay Behind Agentenpaar genau in der Region geortet, in der Förster Lemke und seine Ehefrau lebten und in der die Waffendepots gefunden wurden. So bleiben das Oktoberfestattentat und seine möglichen Hintermänner bis heute ein ungelöstes Rätsel. Ein Jahrzehnt später, November 1990. Helmut Kohl will die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl gewinnen. Mitten in den Wahlkampf platzt die Enthüllung der in schwere Verbrechen verstrickten italienischen Stay-Behind-Truppe Gladio. Die Bundesregierung bestreitet zunächst pauschal die Existenz von Stay Behind und erklärt: Eine NATO-Geheimtruppe Gladio gibt es nicht. Das empörte damals Abgeordnete wie Hermann Scheer von der SPD. Er forderte hartnäckig Aufklärung. Mir wurde damals gesagt, als dann doch etwas durchsickerte, das läge aber dann weit, weit zurück. In den 50er Jahren eine merkwürdige Organisation, die längst nicht mehr unterstützt wird. Und man wüsste so genau es auch nicht. Aber es war völlig klar, man wollte keine Aufklärung darüber. Die Regierung Kohl sitzt die Affäre damals aus. Erst nach dem Wahlsieg der Union im Dezember 1990 gibt es eine dürftige Erklärung. Die Bundesregierung gibt die Existenz der deutschen Stay-Behind-Organisation nun endlich zu. Das Agentennetz habe aber seit 1972 keine Waffen mehr. Pistolen wurden vernichtet. Die Auflösung der Stay-Behind-Organisation erfolge bis April 1991. Für Stay-Behind-Agenten wie Dieter Gerlach ist das Bekanntwerden der Partisanentruppe eine Katastrophe. Sie wollten für immer im Dunkeln bleiben. Über Stay Behind hätte kein Mensch geredet. Wenn die Italiener aus ihrem Stay Behind nicht so eine halbe Mafia-Organisation gemacht hätten, dann hätte kein Mensch darüber geredet. In einigen anderen Ländern beschäftigten sich Untersuchungsausschüsse mit der Untergrundarmee. Doch in Deutschland geriet Stay Behind schnell wieder in Vergessenheit. Eine Partisanentruppe, die ohne parlamentarische Kontrolle Jahrzehnte im Geheimen operieren konnte.